Hallo, liebe Zuschauer, neues Let's Play Castlevania Dawn of Sorrow. Wir hatten da ja schon mal reingeschaut damals, als ich da ein paar extra Videos zu Castlevania gemacht habe mit dem guten Anagnorisis, glaube ich, zusammen. Und jetzt, wo wir Castlevania Symphony of the Night durchhaben, spielen wir Dawn of Sorrow. Dawn of Sorrow habe ich kürzlich erst das erste Mal selbst durchgespielt auf dem NDS. Komplett, ja, ohne Hilfe, ohne Hilfe, ohne Hilfe. Gut, hin und wieder mal ins Internet reingeguckt, wo ich hin muss. Hier läuft jetzt gerade im Hintergrund das Intro, das haben wir auch schon gesehen. Können wir das abbrechen. Ja, und ich habe mir gedacht, Castlevania Dawn of Sorrow, das ist ein ganz gutes Spiel. Deswegen zocken wir das mal. Also ist... Machen wir hier. Können wir nämlich hier noch den Namen reinmalen. So, das ist ein bisschen blöd gemacht. Das ist der einzig große Kritikpunkt, den ich habe an Dawn of Sorrow. Dass man hier Siegel malen muss, wenn man einen Boss besiegt hat. Das heißt, man kämpft ganz normal gegen die Bosse. Man kennt das ja. Und dann, kurz bevor man den Boss besiegt, muss man ein Siegel malen auf das Touchpad. Das funktioniert auf dem NDS schon leidlich, wenn man da mitten am Kämpfen ist. Aber hier auf dem Emulator funktioniert es erst noch schlechter. So, jetzt habe ich aber eine gehackte Version gefunden. Da muss man nur noch einen Strich malen, um das Siegel erfolgreich zu malen. Dafür müssen wir allerdings, wie ihr seht, die englische Version spielen. Aber ihr könnt das ja gerne hier mitlesen, die Texte. Dawn of Sorrow ist ja der Nachfolger von Area of Sorrow. Und Soma hat eigentlich gedacht, na, er hat es eigentlich überstanden, das Abenteuer. Und er wäre wieder normal, alles wäre wieder okay mit ihm. Aber natürlich, so einfach geht's nicht. Und Ärger ist schon direkt wieder im Anmarsch. Das hier ist seine kleine Freundin Mina, obwohl er das natürlich nicht zugeben möchte. Nein, er und Mina sind nur Kollegen. Ja, wer es glaubt. Das hier ist die böse, böse... Wie heißt sie nochmal? Celia oder Cecilia? Ne, Celia, glaube ich. Celia, genau. Das funktioniert jetzt praktisch hier als Tutorial. Kriegen wir nochmal das Kämpfen beigebracht. Aha, wer ist das? Verstärkung kommt. Mr. Arikado. Genya Arikado. Der Beschützer, hm? Misch dich nicht ein. Doch, natürlich mischt er sich ein. Aber Celia kann zaubern. So, dann lass mich doch mal kämpfen hier. Das kennen wir auch schon aus Area of Sorrow, dass wir hier die Seelen auffangen können, der Monster. Und diese Seelen geben uns natürlich Vorteile. In dem Fall jetzt können wir mit Knochen werfen. Das ist eine taktische Seele. Nach oben drücken und Y. Schupp. Genau. Man muss den Gegner nur treffen. Und jetzt durch diesen Armor Knight haben wir einen Spinning Spear bekommen. Ebenfalls eine taktische Seele. Und mit der Taste R. Uiuiuiui. Können wir hier... den Speer werfen. Beziehungsweise ihn spinnen lassen. Aber irgendwie doofe Second-Waffen. Wenn uns natürlich das Mana ausgeht oben, dann bringt uns das ohnehin nicht so viel. Der Golem verliert auch seine Seele und die erhöht uns dauerhaft unsere Stärke. Auf plus 2, das sehen wir jetzt im linken Bildschirm. Stärke 7 und durch die angelegte Seele plus 2. Macht 9. Und sie hat jetzt genau das herausgefunden, was sie herausfordern wollte. Dass wir nämlich in der Lage sind, Seelen aufzunehmen. Und ich kann vorwegnehmen, wir sehen Celia irgendwann wieder. Und Soma wundert sich natürlich. Nanu, meine Kräfte sind zurückgekehrt. Was ist hier los? Arikado, hast du eine Idee? Nein, wir sind nicht zurückgekehrt. Die waren... immer da. Düm, 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 düm. Genau, er hat sie auch nie benutzt, seitdem er das erstmal das Castle von Dracula verlassen hat. Jetzt erklärt uns Genya, das war Celia Fortner. Sie ist eine Priesterin dieses neuen, ja, Kultes.
Und ich nehme es vorweg, dieser neue Kult versucht natürlich, den dunklen Herrscher wiederzubeleben. The Lord of Darkness. Genau. Und um diesen Lord der Darkness auferstehen zu lassen, muss Soma natürlich verschwinden. Eliminating? Ja, umbringen, Kopf kürzer machen, über den Jordan schicken, platt machen, töten. Einige Tage später. Natürlich kann Soma sich nicht raushalten, auch wenn Genya das gerne gehabt hätte. Soma ist ja der Held unserer Geschichte. Und er ist auch angekommen. Hier vermutet er die Basis des Kultes. Und dieser Hammer, von dem er redet, den werden wir auch gleich kennenlernen. Da ist er auch schon. Ein Schwarzer namens Hammer. Okay. Und er will natürlich wissen, was mit dieser hübschen Dame passiert ist. Erinnerst du dich? Du meinst Yoko? Na, sie kommt nicht. Das macht Hammer traurig. Ja, die Dialoge an sich sind... ja, ich will jetzt nicht sagen, dass sie sonderlich erwachsen waren in Symphony of the Night, aber hier sind sie doch eher kindgerecht. Und manchmal fragt man sich auch, warum haben die jetzt gerade miteinander geredet? Kein Inhalt, nix. Genau, und Hammer macht genau schon wie in Area of Sorrow, macht hier einen Laden auf. Natürlich sind wir der einzige Kunde, aber er weiß schon, dass wir hier Kohle bei ihm ausgeben werden. Ja, ja, mach du mal deinen Shop auf. Und ja, wie gesagt, da kaufen wir dann die Klamotten ein bei Hammer. Waffen, Rüstung, Tränke. Wollen wir mal ganz kurz gucken. Die haben doch alles angelegt, oder? Was die Seelen betrifft, ja, mehr Seelen haben wir im Moment nicht. Das sind die Seelen, die wir halt gerade aus dem Tutorial praktisch gewonnen haben. Geld! Und es geht natürlich nach dem Luck-Faktor, das sehen wir den Wert dort, LCK 4. Je höher der Wert ist, umso ja, häufiger kommt man an die Seelen der Monster. Umso häufiger droppen die auch Gegenstände. So, ein neues Schwert, das legen wir gleich mal an. Besser als unser Buttermesser, was wir hier haben. Ja. Gut. Ganz schön viele Zombies hier. Da hängt einer am Baum. Level up. Yes, sir. Au. Zombie-Seelen, die werden später im Spiel noch wichtig, denn ohne Grinding geht's auch in diesem Spiel nicht. Und man kommt... Aber oh, das erzähle ich euch, wenn es soweit ist. Das ist jetzt im Moment noch unwichtig. Die zwei da kennt er doch. Aha, aha, aha. Doch, Yoko ist doch gekommen. Sehr schön. Und Julius Belmont. Was macht der hier? Ja, sollten wir dich eigentlich auch fragen. Wir haben Wind bekommen von diesem Kult. Nachdem uns Arikado Bescheid gesagt hat. Und wir untersuchen das hier.
Du erinnerst dich doch bestimmt an ihn, oder? Sommer, bitte versteh doch. Falls die Dunkelheit sich in dir durchsetzt, hast du sicherlich Verständnis dafür, dass ich dich zerstören muss. Zerstören! Ja, ich weiß. Ja. Whatever. Aber soweit wird es ja wohl hoffentlich nicht kommen. Es gibt übrigens noch einen Modus, den man freispielen kann, beziehungsweise den ich schon natürlich in meinem Original freigespielt habe. Da kann man dann den sogenannten Julius Belmont Modus spielen. Da spielt man dann mit Julius, Yoko Belnades und Alucard. Aber soweit sind wir auch noch nicht. Und es ist halt hier, oder er ist halt hier, um Celia zu finden. Ja, er kann halt nicht anders. Wenn Soma jetzt nach Hause gehen würde, wäre auch doof, dann hätten wir kein Spiel mehr. Ich meine, dann wären wir schnell durch, aber dennoch. Julius macht sich auf den Weg ins Castle rein. Yoko soll bleiben, so praktisch als Kontaktperson in der Nähe. Wow, der kann ganz schön weit springen. Ach, Männer. Sind immer so egoistisch. Ja, nach Hause gehen kann ich auch nicht. Ja, wie auch immer. Naja, wie auch immer. Nimm das hier. Da kriegen wir das erste magische Siegel. Wie gesagt, das hätten sie sich eigentlich sparen können, aber dadurch, dass das Spiel ja auf dem NDS war, das erste Castlevania auf dem NDS, haben sie gesagt, naja, irgendwie müssen wir den Touchpad hier einbinden, also lassen wir die Spieler solche magischen Zirkel malen. Ich brauch's nicht unbedingt. Wie gesagt, die kommen dann immer am Ende eines Kampfes. Das können wir auch gleich mal ausprobieren. Siegel Nummer 1, zack, zack. Nur zwei Striche. Und durch den Hack, wie gesagt, muss ich nur den ersten Strich malen, dann ist das Siegel erfolgreich. Was jetzt bei dem ersten Siegel, was aussieht wie ein V, noch problemlos wäre, selbst hier auch bei Emulation, später wird das schwieriger. Ja, da muss man dann hier 48 Striche malen und dann bin ich auch nur Hallo. Und das funktioniert halt in der Emulation nicht so gut. Funktioniert schon sehr leidlich auf der Originalhardware. Zack, mach ich mal den ersten Strich. Bumm. Sehr schön. Und das Ganze können wir natürlich auch im Menü trainieren. Das muss man im Original auch machen. Weil, wie gesagt, da kämpft man dann... Ich kann mich erinnern an den Kampf gegen den Tod. War doch gegen den Tod, oder? Und da muss man dann auch ein relativ kompliziertes Siegel am Ende malen. Ich habe mir nur gedacht, mein Gott, du bist da gerade die Hände am Schwitzen bis am Zocken und dann plötzlich, oh, Siegel malen. Dann musst du den Stift nehmen und das dann malen und dann... vermalst du dich und dann musst du nämlich nochmal weiterkämpfen, bis du wieder das Siegel malen kannst. Ah! Gut, dass wir das hier übergehen können, hoffentlich. Ja, hier ist ein totes Ende, hier geht's nicht weiter. Und nur Julius ist hier durchgekommen. Und wir müssen halt einen anderen Weg suchen, um reinzukommen ins Schloss. Und sie hat natürlich schon ihren Unterschlupf gefunden. Sie macht hier auch einen kleinen Laden auf, möchte ich mal im weitesten Sinne sagen. Warum wird denn jetzt die Musik lauter? Bei ihr können wir nämlich dann, und das finde ich wiederum sehr gut, die Seelen, die wir gewinnen, können wir auf unsere Waffen legen und somit unsere Waffen verbessern. So, hier geht's runter. Und dann können wir direkt mal das erste Mal speichern. Und dann sehen wir auch gleich den ersten Boss. Ja, danke, dass du mir noch erzählst, wie ein Safe Room aussieht. Und dann geht's zum ersten Bosskampf. Diese Tür. Sieht so aus, als brauchst du hier das magische Siegel. Kein Problem. Also an den Türen erkennt man dann halt immer, dass ein Bosskampf ansteht. So, jetzt muss ich mich konzentrieren. Ja.
Aua! Ich vergesse immer, dass ich noch keinen Double Jump habe. Mhm. Das war eine gute Idee. Mal in die falsche Richtung werfen. Macht jetzt eine. Jetzt kommen sie, glaube ich, von der Seite, ne? Ne, noch nicht. Oder doch? Schnell das Malen. Zack, ein Strich reicht ja, Gott sei Dank. Damit haben wir auch schon den ersten Boss besiegt. Und kriegen dafür die Seele Flying Armor. Yay, und da kommt auch Yoko. Anstatt, dass sie uns mal hilft beim Kämpfen. Nö, komm hier, mach alleine, ist egal. Du machst das schon. Ja, die magischen Siegel zu benutzen, ist a piece of cake. Von wegen. Da sagt sie auch, na, sind die denn nicht so sicher, die werden mit der Zeit nur schwieriger zu beherrschen sein. Ja, whatever. Ja, und jedes Mal, wenn wir bei ihr vorbeigehen, gibt sie uns neue Informationen von Julius. Das heißt, mehr oder weniger, ja, kleinere Tipps, was das Spiel angeht, gibt sie uns. Ist jetzt nicht wirklich berauschend. So. Sehr schön. Yoko, wir sehen uns später. Ne, hier, Küsschen. Obwohl, du stehst ja eher auf Hammer, ne, und Hammer steht auf dich. Oder man weiß es nicht. Bahnt sich da eine Romanze an? Zwischen Yoko und Hammer. Und was macht Mina? Mina macht sich sicherlich Sorgen um Soma. Dies und noch viele weitere Dinge sehen wir in der nächsten Episode von Castlevania: Dawn of Sorrow. Danke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.